Ich möchte heute über Bretton Woods sprechen. Bretton Woods? Okay, das ist ein ziemliches Boomer-Thema, an das die Nachgeborenen sich wahrscheinlich gar nicht erinnern können. Das sie nicht mal auf der Palette haben. Bestenfalls die Generation, die das irgendwo am Rande peripher mitbekommen hat. Aber erstaunlicherweise eben auch kaum, wenn man es will, Bücher oder Texte oder kollektive Erinnerungen daran hinterlassen hat. Also was war Bretton Woods? Bretton Woods war ein Geldsystem, bei dem der Dollar an das Gold gekoppelt war. Also man konnte für 35 Dollar eine Feinunze Gold erwerben. Und das konnten nicht einfache Bürger, sondern es konnten nur Zentralbanken anderer Staaten. Aber es half immerhin der Gesellschaft die Illusion zu geben, dass hinter Geld, also ein echter, wirklicher, materieller Wert steckt. Also es gilt nicht irgendwie etwas eingebildetes Fiat Money und dergleichen. Diese Übereinkunft, die über lange Zeit Bestand hatte, die ganze Nachkriegszeit, bis in die späten 60er Jahre, löste sich auf und es kam zu dem sogenannten Nixon-Schock oder zu dem Bretton Woods-Schock. Da erzählte ein sichtlich entgeisterter Präsident seinem Publikum vor dem Fernseher, dass eigentlich nicht die klassische Ost-West-Problematik jetzt irgendwo Handeln vonnöten mache, sondern ein neuer Mitspieler aufgetaucht sei. Und das waren, wie wohl, die anonymen Finanzmärkte. Die ritten offenbar jetzt einen Angriff auf die amerikanische Goldwährung. Es war klar, das würde man nicht halten können. Und Nixon machte deutlich, also hier haben wir ein Problem. Das Problem war für die Amerikaner relativ mit den Händen zu greifen. Nixon legte einen 90-tägigen Preisstopp fest. Auf alles. Auf Mieten, auf Milchpreise, whatever. Was im Land of the Free wirklich ein Novum war und eigentlich so etwas, fast so etwas wie ein nationaler Notstand. Was also die amerikanischen Fernsehzuschauer in dieser Rede lernten, waren zwei Dinge. Das erste war, Geld hängt nicht mehr am Gold. Aber woran hängt Gold, wenn es nicht mehr durch eine natürliche Knappheit gedeckt ist? Kann man das drucken? Es wäre ja noch okay, wenn es dann nur der Staat drucken kann und zum Beispiel sagt, ich habe eine limitierte Größe von Geld, die ich herausgeben möchte. Aber man begriff ziemlich schnell, dass auch der Staat nicht mehr letztlich derjenige war, die letzte Instanz über den Wert des Geldes befinden würde. Das waren anonyme, gesichtslose Weltfinanzmärkte. Kurzum, das Geld ist nicht mehr in den Kapitalen zu Hause, das Kapital ist nicht mehr in den Kapitalen zu Hause und es hängt nicht mehr an der Materialität. Also wir sehen mit Bretton Woods oder mit dem Ende von Bretton Woods den Übergang in die postmaterielle Gesellschaft. Wir sehen die Depotenzierung des Souveräns. Formulieren wir es anders: Die Welt wird global. Und wir könnten sagen, dass hier also jener Dämon sein Haupt erhebt, der seither Neoliberalismus genannt wird. Wir können aber auch sagen, dass es gibt andere Erzählungen, die von einer Globalisierung sprechen. Ich würde vielleicht weniger ominös oder weniger mythomanisch sein wollen. Ich würde schon sagen wollen, dass es hier einen Zusammenhang gibt, dass es nicht ganz zufällig kommt. Das ist gewissermaßen kein Unglück der Weltgeschichte, dass wir uns vom Gold verabschieden müssen. So wenig wie es ein Unglück war, dass plötzlich die Globalisierung kommt. Das hat durchaus Gründe. Es ist kein Zufall, dass parallel zu Bretton Woods so etwas wie das ARPANET entsteht. Oder dass die Unix-Zeit am 01.01.1970 ausgerufen wird. Kurzum, dass die Gesellschaft sich digitalisiert. Obwohl wir hier also der Geburt der Netzwerkgesellschaft gegenüberstehen, ist dieses Thema vielleicht auch überschattet von den Studenten oder in dieser vermeintlich heroischen Erzählung, auf die wir noch kommen werden, die gewissermaßen unerzählt geblieben ist. Klar, es hat den einen oder anderen Ökonomen, aber sehr, sehr wenige offen gestanden gegeben.
die sich mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Barry Eichengreen zum Beispiel wäre zu nennen oder Ben Steele, der ein Buch über die Konferenz von 1944 geschrieben hat. Aber weitgehend ist Bretton Woods so etwas wie eine Unbekannte geblieben. Oder wie Hajo Riese das mal gesagt hat, das letzte Rätsel der nationalen Ökonomie. Damit wir hier nicht in so einer Vogelperspektive irgendwo eine weltgeschichtliche Veränderung einfach postulieren wollen, habe ich mir gedacht, wäre es sehr sinnvoll, dass wir vielleicht ganz nah an die Dramatis Personae heranrücken. In diesem Fall wäre das der amerikanische Finanzminister, der das zu der damaligen Zeit durchgezogen hat. Der einzige Demokrat im Kabinett Nixon, John Connally, ehemaliger texanischer Gouverneur, der seine Gesprächspartner mit der ziemlich coolen, aber auch ein bisschen unverfrorenen Bemerkung irritiert hat. It's our currency, but your problem. Es ist unsere Währung, aber euer Problem. Dieser John Connally hatte neben seinen Auftritten in der Weltgeschichte so ein kleines, unangenehmes, persönliches Problem am Hals, das aber auf eine bizarre Art und Weise uns in die, wenn man so will, die Psychopathologie dieser Zeit zurückführt. Und deswegen will ich neben anderen Sachen auch diese kleine Geschichte, eine kleine Schmierenkomödie, eine boshafte kleine Geschichte aus dieser Zeit auch erzählen. Das Ende von Bretton Woods besiegelt die Abkehr vom Gold, also von der Golddeckung. Wenn man das so sagt, klingt es so, als sei die Zeit davor gewissermaßen die Zeit des Goldstandards gewesen. Aber das ist sehr irrtümlich, denn die Zwischenkriegszeit, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, war eher durch allgemeine Währungskriege, durch einen kollektiven Prozess der Abwertung gekennzeichnet. Und aus diesem Geldhunger, wenn man so will, entstanden wie im Mittelalter jede Menge Konflikte. Was also hat es mit der Golddeckung in der Moderne auf sich? Tatsächlich sprechen die Ökonomen durchaus von einem goldenen Zeitalter. Allerdings erstreckt sich das auf die Zeit von etwa 1850, also der ersten Weltausstellung, wenn man so will, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Da fanden die Nationen es durchaus ehrenwert, goldgedeckte, sehr stabile und konvertible Währungen zu besitzen. Was man zum Beispiel eben beobachten kann, wenn man auch nur das Personal von Arthur Schnitzlers Roman sich anschaut. Die fahren irgendwie nach Nizza, nach Spanien, nach Italien und bewegen sich quasi selbstverständlich in diesem gemeinsamen Europa, fast ohne, dass man das Gefühl von Grenze besitzt. Man nennt diese Zeit bis 1914 etwa die erste Globalisierung, aber das hört, wie gesagt, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges auf und dann eine Nation nach der anderen koppelt sich vom Gold ab, steigt aus diesem Währungssystem aus und das führt zu tiefen Verwerfungen und es befeuert, wenn man so will, auch den allgemeinen Nationalismus. Das wird ganz exzessiv nach der Wirtschaftskrise, als dann die Engländer, das British Empire, sich genötigt fühlt, die Golddeckung des Pfund Sterling im Jahr 1931 aufzugeben. Und das führt tatsächlich zu diesen Währungskriegen dieser 30er Jahre. Wenn wir uns einen solchen Währungskrieg anschauen, sind die Techniken, um die es da geht, relativ simpel. Also man erlebt eine Depression, das heißt, es gibt eine Deflation, die Preise fallen und die Menschen wissen nicht, wie sie Geld verdienen können. Also kommen sie auf den Gedanken, dass sie vielleicht, indem sie die eigene Währung devalorisieren, vielleicht das Exportgeschäft an sich binden können. Man versucht also, den Nachbarn zu unterbieten. Und weil der natürlich auch auf den Gedanken kommen könnte, beginnt man Importbeschränkungen zu machen, also Exportversuche bei gleichzeitiger Importbeschränkung, bei einem Prinzip, das man Beggar thy neighbor oder ruinier deinen Nachbarn nennen könnte.
Das ist also die Grundsituation in diesen 30er Jahren, wo der Welthandel weitgehend zum Erliegen kommt und so merkwürdige Autarkiepläne, wie sie die Nazis irgendwie dann doch kultiviert haben, sich breit machen konnten und die Idee entstehen kann, dass man quasi als Volk ohne Raum einen großen imperialen Raum hinzugewinnen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also nicht durch Handel, sondern durch Krieg. Welche bizarre Blüten diese Form der Ökonomie oder die Anomie eigentlich, die Gesetzlosigkeit bewirken kann, das wird deutlich an einer Gestalt wie dem Obersturmbannführer Naujox. Der hatte schon eine dunkle Reputation, weil er an dem fingierten Überfall auf den Radiosender Gleiwitz beteiligt war, als SS-Obersturmbannführer. Das gefaked hat und dann hatten die Nazis Anlass zu sagen, ja, wir schießen zurück. Dieser Obersturmbannführer Naujok, der wurde abkommandiert zum KZ Sachsenhausen und begann daselbst eine Fälscherwerkstatt aufzubauen. Der holte sich also talentierte Drucker, die überleben durften deswegen aus Polen, aus Mähren, Böhmen, wo auch ewig hier aus Frankreich. Die wurden da kaserniert, bekamen Arbeitsmaterialien und begannen das englische Pfund zu fälschen und fuhr selbst in die Schweiz, um Schweizer Bankiers das vorzuführen und sich dann testieren zu lassen, wie gut eigentlich diese Arbeiten waren. Diese Arbeit war so perfekt, dass Ende des Krieges jedes dritte englische Pfund aus dieser Fälscherwerkstatt kam, also eine Fälschung war. Bizarres Detail, merkwürdige, absurde Geschichte. Natürlich musste und konnte diese Anomie, diese Gesetzlosigkeit, diese internationale Gesetzlosigkeit auch den Ökonomen nicht verborgen bleiben. Hier wäre namentlich zu nennen, der auch im Bretton Woods-Prozess eigentlich die maßgebliche Rolle spielt, John Maynard Keynes. Der entwickelte in den 40er Jahren 1943 die Idee eines postnationalen Währungssystems, das nach dem Krieg in Geltung gebracht werden würde. Da war die Weltwährung nicht mehr der Besitz irgendeiner Nation, sondern es sollte so etwas wie ein allgemeines internationales Clearing-System geben. Und diese Währung hieß Bancor. Da hätte jedes Volk gewissermaßen sein eigenes Konto. Und es war durchaus erlaubt, dass man dieses Konto auch würde überziehen können, sodass man eben nicht gleich einen Nachbarn überfallen muss, wenn man Geld braucht. Man kann sich das so vorstellen, diese Nationen haben ein Konto, bekommen also ein Guthaben am Anfang bezahlt, das ungefähr ihre Wirtschaftsleistung entspricht. Wenn sie mehr Geld haben wollen, dann können sie Gold da deponieren. Wenn es eben Probleme gibt, kann man eben auch überziehen. Nationen, die langfristig ein Handelsdefizit haben, die werden in ihrer Währung devalorisiert, also abgewertet. Solche, die einen Überschuss haben, das etwa heute Deutschland wäre, die werden sozusagen aufgewertet. Und auf diese Weise lässt sich ein internationales Banksystem gewährleisten. Also auch ein friedliches System, ein friedlicher Welthandel. Nun ist Lord Keynes niemand, der an die Magie des Goldes geglaubt hätte. Im Gegenteil, Keynes war der Meinung, dass Gold, wenn man so will, so etwas wie ein barbarisches Relikt in unserer Ökonomie ist. Aber man braucht es letztlich aus psychologischen Gründen. Menschen brauchen quasi eine Illusion, also die Illusion des Goldes, um an dieses Währungssystem zu glauben. Und Keynes war der Meinung, dass man zu merkwürdigen Operationen sozusagen quasi kommen kann. Man kann zum Beispiel auch Dollar in irgendwelchen Flaschen vergraben, andere Leute wieder ausgraben lassen. Das sei irgendwie auch eine Form der produktiven Arbeit. Kurzum, was damit gesagt ist, diese Golddeckung ist durchaus ein heikles, kompliziertes internationales System. Und hier haben wir es nicht mit dem Gold als Substanz zu tun, sondern genau wie
Niccolò Rem das eigentlich schon im 14. Jahrhundert das klar gemacht hat, mit der Illusion eines Währungssystems, eines zentralperspektivischen Währungssystems. Nur, und das ist das Novum in dieser Beschreibung, hier ist es nicht mehr die Nation, die das bewirken soll, sondern ein internationales Clearing-System. Am 1. Juli 1944, wenige Wochen nach dem D-Day, also der Eroberung der Normandie durch britische und amerikanische Truppen, ist es soweit, da kommt es zum Treffen von Bretton Woods. Hotel im Bundesstaat New Hampshire, sehr idyllisch gelegen. Und das ist natürlich nicht ganz allein einem Intellektuellen, Lord Keynes, zuzuschreiben, dass das ist. Hier gibt es tatsächlich massive internationale Interessen. Das Interesse der Engländer ist relativ einfach beschrieben. Die haben diesen Star, diesen Ökonomen-Star, die haben den Keynes und hoffen sich, dass der auf großer Weltbühne einen großen und sehr großzügigen Kredit für sie aushandelt. Das ist also der Hintergedanke. Die Amerikaner denken ein bisschen drüber hinaus, die überlegen sich schon, wie soll eine Post-Weltkriegs-Geldordnung aussehen, die, sagen wir mal, die verschiedenen Nationen pazifiziert. Also man möchte zum Beispiel die Sowjets reinholen. Die sind tatsächlich in Bretton Woods gegenwärtig, wenngleich sie also eher Obstruktion betreiben. Aber das Interesse ist schon, wie die Leute an einen Tisch zusammenzubringen, und letztlich eine Welt zu schaffen, in der man wieder Geschäfte machen kann. Wir hatten zwei Protagonisten bei dieser Veranstaltung. Das ist einerseits, wie gesagt, Lord Keynes, der Spiritus Rector, der intellektuelle Vordenker. Auf der anderen Seite haben wir die etwas dubiose Gestalt, den amerikanischen Finanzminister Harry Dexter White. Man kann sich keinen größeren Kontrast ausdenken. Auf der einen Seite der Adlige, bestens erzogen, von einer Arroganz und Herablassung, über die er sich selber gar nicht in der Regel im Klaren ist. Auf der anderen Seite den Emporkömmling, Harry Dexter White, Sohn litauischer Einwanderer, jemand, der oft in einem Krämerladen gearbeitet hat bis zu seinem 30. Lebensjahr, dann auf dem zweiten Bildungsweg Ökonomie studiert hat, keine Tenure, keine Professur bekommen hat in Harvard, sondern irgendwo auf dem Lande, dann in das Finanzministerium reingegangen. Aber durch seinen Fleiß und durch sein Bewusstsein, dass letztlich alle Politik auf eine Form der Ökonomie zurückgeht, sehr, sehr erfolgreich. Und eben ein Vertrauter mit Henry Morgenthau, dem berühmten Morgenthau-Plan, Morgenthau, für die amerikanische Delegation führend. Harry Dexter White ist ein schräger Vogel, auch deswegen, weil er durchaus einige Leidenschaften hegt, die ihm später so quasi zum Vorwurf gemacht werden. Er ist eher ein Linker, muss man sagen. Und er findet, was die Sowjets da in die Welt gesetzt haben, absolut akzeptabel, vielleicht sogar vorbildlich. Und das hindert ihn nicht, zu den unkonventionellsten Maßnahmen zu greifen. Nur ein Beispiel. Die Amerikaner und die Russen kommen überein, man will irgendwie Deutschland mit einer Nachkriegswährung beglücken, wenn man das Land erobert hat, also muss man dann schon sich überlegen, wie man das macht. Die Amerikaner haben Druckplatten, drucken quasi schon die Matrizen, mit denen man das Geld macht. Was macht Harry Dexter White? Der lässt diese Druckplatten den Sowjets zukommen, mit dem Effekt, dass die Sowjets ein Vielfaches an Geld drucken als die Amerikaner. Das Achtfache und auf diese Art und Weise ihre eigene Vermögenslosigkeit umrubeln und die Amerikaner um einige Milliarden erleichtern. Also eine Technik, die dann doch einigermaßen verwunderlich ist. Nach dem Krieg sollte man tatsächlich entdecken, dass Harry Dexter White, man weiß nicht genau, ob aus quasi ideologischer Verwandtschaft oder weil er irgendwelche Vorteile sich davon versprochen hatte, von den Sowjets als Spion geführt wurde. Und bevor er, zwei Tage bevor er vor einem Ausschuss für antiamerikanische Umtriebe aussagen soll, stirbt er an einem Herzinfarkt und das Kapitel ist erledigt. Kommen wir aber zu dem Outcome, zu dem, was das Resultat dieser Tagung ist.
Die Hoffnungen der Engländer lösen sich nicht ein. Es gibt keinen Bancor, sondern es gibt den amerikanischen Dollar als Weltwährung. Vielleicht wäre das noch zu verschmerzen gewesen, aber Lord Keynes bringt die Matrix eines internationalen Geldsystems auf den Weg, aber die Engländer kriegen ihre Kredite nicht. Das heißt, die sind kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Schlimmer noch, die Zahlungsunfähigkeit wird ihnen auf dieser Bretton Woods Tagung täglich vorgeführt. Das sind zum Beispiel auch die Inder da, also ein Teil des British Empire. Und die haben ziemlich viele Verbindlichkeiten der Engländer in Pfund Sterling angehäuft und signalisieren, man möchte das bitte nicht in dieser wertlosen Währung, für die man sich nichts kaufen haben, sondern man möchte das umrubeln in Dollar. Das heißt, den Engländern wird klar gemacht in aller Öffentlichkeit, nicht hinter geschlossenen Türen diplomatisch, man ist eigentlich bankrott. Und die Amerikaner sind bereit, nur einen sehr bescheidenen Kredit zu gewähren. Das englische Empire wird mit anderen Worten mit seinem Ende konfrontiert. Und tatsächlich dauert es nicht lange. Ja, dann lösen sich die Inder als Kronjuwel aus dieser Krone heraus. Dann fällt Palästina heraus, es kommt zu Unruhen in Malaysia und so Stück für Stück zerrinnt also dieses britische Empire. Auf der anderen Seite kommt es nicht zum Bancor, wie John Maynard Keynes sich das gedacht hat, sondern der Dollar wird Weltwährung und er wird Gold gedeckt. Man könnte sagen, das ist natürlich ein riesiger Erfolg für die Amerikaner. Es kommt zu einer Wachablösung. Das British Empire, ehedem die Weltmacht, wird plötzlich von einer neuen Weltmacht abgelöst. Aber auch das würde der Geschichte nicht ganz gerecht werden. Denn was Bretton Woods auch vor Augen führt, ist, wenn man so will, eine internationale Verflechtung. Nicht nur, dass da 700 Delegierte dabei waren, dass man eben auch glaubt, die Sowjets da einbinden zu können. Es kommt zu Institutionen, die über die einzelnen Nationen hinausgehen. Beispiel die UNO. Es kommt im Jahr 1945 zur Charta der Vereinten Nationen, die den eher schwachbrüstigen Völkerbund von Woodrow Wilson ablöst. Es kommt zur Gründung der Weltbank im Jahr 1946. Es kommt zur Gründung des International Monetary Fund, also den Internationalen Währungsfonds, IMF. Das alles, könnte man sagen, sieht aus, als sei es im amerikanischen Interesse, aber das ist nicht ganz der Fall. Wall Street ist keineswegs begeistert von dieser Internationalisierung. Wir sehen also, dass hier tatsächlich dem Blueprint von Lord Keynes entsprechend eine neue internationale ein neues internationales Währungssystem entsteht, das, wie wir wissen, bis heute überdauert hat. Bretton Woods war natürlich unendlich erfolgreich und so erfolgreich, dass es, da kommen wir auf den Anfang zurück, die Psychologie der Boomer wirklich nachdrücklich beeindruckt hat. Die Idee ist, alles wird schöner, weiter größer und dergleichen. Alles ist ein unendlicher Fortschritt. Eine Vorstellung, die gleichwohl mit dem Ende von Bretton Woods ihr Ende gefunden hat. Eigentlich hat sich das schon in den 60er Jahren angekündigt. General de Gaulle, der französische Premier, beispielsweise, macht klar, Mitte der 60er Jahre, dass die Amerikaner viel größere Verbindlichkeiten in Frankreich angehäuft haben, als in Fort Knox letztlich an Gold aufgebahrt liegt. Und er ist, entblödet sich auch nicht sogar ein Schlachtschiff nach Amerika zu schicken, das eigentlich das Gold von Fort Knox sozusagen quasi abholen soll. Wie gesagt, das ist die Regel. Die Regel ist, für $35 bekomme ich eine Feinunze Gold. Man muss nur ein bisschen Arithmetik beherrschen, um sich klarzumachen, dass irgendwann die Mengen erschöpft sind. Kurzum, wir haben damit zu tun, dass Geld eigentlich immer so etwas ist wie eine Geld
Illusion. Das funktioniert nur und so lange, als alle daran glauben. Fliegt dieser Glaube auf, bricht dieses System zusammen. Das war schon im 17. Jahrhundert beim ersten Börsencrash in Amsterdam der Fall. Da hatte die Ostindien-Kompanie das Gold genommen, das die Holländer da einbezahlt hatten. Und die hätten das benutzt, um in Indonesien oder in Malaysia irgendwelche Dependancen aufzumachen, Handel zu betreiben und dergleichen. Und irgendwann sprach sich das rum, dass vielleicht in den Tresoren in Amsterdam in der Bank, in der Weißelbank, nicht so viel Gold liegen würde, wie man gedacht hatte. Und alle Menschen strömten dahin, um ihr Gold abzuholen. Und was war da? Das blanke Nichts. Was diesen wunderbaren Satz, Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts, klar macht. Wenn dieses Nichts auffliegt, dann beginnt dieses System zu wanken. Das heißt, das Jahr 1971, die Rede Nixons, ist natürlich eine geistige Erschütterung ersten Ranges. Und man muss sich nur klar machen, dass auch die Menschen, die die verantwortungsvollsten Posten zu der Zeit gehabt haben, überhaupt nicht sich im Klaren waren darüber, wohin die Reise steuern würde. So fragte der ehemalige Präsident Lyndon B. Johnson den Finanzminister John Connolly, mit dem er gut befreundet war, sag mal, John, weißt du irgendwie, wie das weitergehen soll mit diesem Free-Floating? Und Connolly sagte aufrichtig, nö, keine Ahnung. Das heißt, wir begegnen dem Augenblick, da ein gesellschaftliches Phantasma sich auflöst. Und es sind nicht nur die Politiker, die da betroffen sind, sondern es betrifft ebenso gut auch die Ökonomen. Der Berliner Ökonom Hajo Riese hat irgendwann mal einen kleinen Text geschrieben, in dem er Geld das letzte Rätsel der Nationalökonomie genannt hat und festgehalten hat, dass wenn Ökonomen von Geld reden, sie eigentlich davon ausgehen, dass Geld vom Himmel fällt. Das heißt, dass irgendjemand druckt das schon, dann ist es da, dann kann man damit rechnen. Das ist nebenbei die Geldtheorie von Milton Friedman, der stellt sich vor, dass ein Hubschrauber über eine Insel da fliegt und wirft Säcke ab mit Geld und dann sehen diese Einwohner dieser Insel, nehmen dieses Geld auf, dann entstehen Preise und dergleichen. So entsteht Ökonomie. Geld fällt vom Himmel. Das heißt, die Ökonomen nehmen das Geld immer schon als Rechnungseinheit und daraus leiten sie dann seine inneren Gesetzmäßigkeiten ab. Aber sie unterliegen dem gleichen Irrtum wie Karl Marx, der sagte, Geld trägt Uniform und Landesfarben. Was aber, wenn Geld keine Uniform und Landesfarben mehr trägt? Wenn nicht mehr ein Nationalstaat der Garant ist für den Wert des Geldes, was exakt die Situation ist im Jahr 1971. Die internationalen Finanzmärkte valorisieren oder devalorisieren eine Münze. Hayek, der schon zu dieser Zeit ein älterer Herr ist, Friedrich von Hayek, der einer der Väter des Neoliberalismus, schreibt im Jahr 1974 ein Buch. Es ist betitelt Entnationalisierung des Geldes. Er hat also begriffen, irgendwie das Kapital ist nicht mehr in den Kapitalen zu Hause, der Nationalstaat hat monetär abgedankt. Und was jetzt? Was kommt jetzt? Wie kann man so etwas wie ein kollektives Phantasma aufrechterhalten? Eigentlich ist es die Frage des Bankor, die Lord Keynes in den 40ern gestellt hat. Hayek findet eine neue Antwort. Das ist jetzt nicht mehr, dass Staaten Geld emittieren, sondern Banken. Seine Argumentation ist klassisch neoliberal. Der sagt, eigentlich haben die Staaten das Geld nur emittiert, um ihre Untertanen auszuplündern. Die haben dann irgendwie beliebig Papiergeld genommen, haben sich in den Reichtum der Steuern gebracht und dergleichen. Und diese Art von staatlicher, sozialistischer Politik, die müssen wir abschaffen. Wir müssen gutes Geld schaffen. Wer schafft gutes Geld? Das wissen wir, die Banken. Die Banken schaffen gutes Geld. Und Hayek hatte tatsächlich den verwegenen Gedanken, sagen wir mal, die Deutsche Bank emittiert was und die Dresdner Bank und die konkurrieren miteinander, wer das bessere Geld hat. Aber auch eine solche Ordnung, selbst wenn sie denkbar wäre, müsste doch durch irgendetwas abgedeckt sein. Es müsste eine kollektive Illusion sein, eine Weltreligion, Kapitalismus, eine Glaubensordnung. Alle müssen daran glauben. Und was fällt Hayek dazu ein? Gold.
der barbarische Rückstand des Kapitalismus. Wenn wir Bretton Woods einzuordnen versuchen und uns hier eigentlich dem ökonomischen Sachverstand anvertrauen wollen, haben wir mit einem Problem zu tun, das vielleicht noch weiter geht als die Verwunderung Friedrich von Hayeks. Man könnte regelrecht behaupten, dass es einen allgemeinen Mangel an Sensorik anbelangt, was diese Revolution dieser Zeit anbelangt. Den Umstand, dass man mit dem Anything, Anytime, Anywhere eigentlich die Netzwerkgesellschaft beobachten kann. Bretton Woods, so besehen, ist eigentlich nichts weiter als ein Symptom einer viel tiefer gehenden gesellschaftlichen Erschütterung. Man könnte die Frage umstellen, wer sind denn eigentlich die Spekulanten, die da gegen die amerikanische Zentralbank wetten? Diese gesichtslosen internationalen Finanzmärkte. Das sind Menschen, die miteinander kommunizieren. Das ist das, was wir eine Netzwerkgesellschaft nennen. Eine Netzwerkgesellschaft, die zum ersten Mal, wenn man so will, zum Bewusstsein ihrer selbst, zum Bewusstsein ihrer Macht kommt. Wir haben darüber gesprochen, dass das Jahr 1968 Douglas Engelbart das ARPANET auf den Weg bringt, dass die Unix-Zeit entsteht. Aber das hat natürlich auch ganz alltägliche Folgen, die den ganz ordinären Börsenhändler tagtäglich affizieren. Im Jahr 1974 bringt die Firma Infotech ein erstes Faxgerät raus. Und mir hat ein Banker erzählt, welche unendliche Bedeutung dieses Faxgerät für ihn gehabt hat. Er hat mir gesagt, für ihn war klar, ich brauche gar keine Bank mehr. Ich kann eigentlich weltweit interagieren. Das Einzige, was ich brauche, ist dieses Faxgerät, also diese telematische Möglichkeit, in irgendwelchen Märkten zu agieren, die weit über mein Sichtfeld hinausgehen. Das geht weiter. Im Jahr 1980 kommt in Frankreich Minitel dazu, 82 in Deutschland BTX. Natürlich ist das für alle Börsenhändler ein gefundenes Fressen. Wissen die Banken eigentlich, dass da eine neue Welt auf sie zurollt? Man kann das schon deutlich bezweifeln. Ich habe mir von einem Menschen, der damals jung war und als junger Mann begeistert war von den Möglichkeiten der Digitalisierung, erzählen lassen, wie eigentlich so sein Job aussah. Sein Job bestand darin, dass er sich in eine Concorde setzte, ein Überschallflugzeug, das von Paris nach New York flog, in ganz wenigen Stunden. New York, stieg er aus, ging in ein Hotel rein, ging in ein Hotelzimmer, nahm eine Videokassette hervor, legte die in einen Rekorder ein und nahm eine Börsensendung auf. Mit dieser Videokassette im Gepäck ging er zum Flughafen zurück, nahm die Concorde, war am nächsten Tag wieder in Frankfurt und führte seinen Kollegen vor, was seine amerikanischen Börsenhändler da im Fernsehen Interviews und Entscheidungen getroffen hatten, die Einschätzungen, die da kursierten. Stellt sich die Frage, haben die Leute wirklich im Blick gehabt, dass sie in eine neue Welt, in eine Netzwerkgesellschaft hineinlaufen? Oder wäre nicht vielleicht auch denkbar, eine Erkenntnis, die eigentlich erst schlagartig und viel zu spät kommt. Man sagt sich plötzlich, wow, da gab es eine Revolution. Und wir waren nicht da. Wir wenden uns jetzt in unserer Geschichte dem amerikanischen Finanzminister zu, der den Gang in das Free Floating organisiert hat, John Connolly. Relativ souverän, wie wir gesehen haben an diesem Zitat, ist unsere Währung, aber ihr Problem. Allerdings wusste Connolly nicht im Entferntesten, wie man das wirklich handeln würde. Lange Zeit glaubte man, dass man noch mit bilateralen Handelsabkommen das organisieren könnte oder Währungsabkommen. Zum Beispiel war in der Vor-Bretton Woods-Zeit das Verhältnis von Dollar zu D-Mark lange Zeit 1 zu 12, später 1 zu 4. Und auf diese Art und Weise glaubte man, mit jedem Land eine solche
ein solches Arrangement treffen zu können, was sich natürlich nichts auflöste, weil man nicht bedacht hatte, dass überall die Währungsspekulanten zuschauen würden. Kurzum, diese Geschichte soll uns gar nicht interessieren. Wir wollen jetzt diese Parallelgeschichte uns anschauen, die psychologisch vielleicht noch interessanter ist. Diese Geschichte beginnt am 24. September des Jahres 1972. Connolly war in wichtigen Dingen unterwegs, hatte gerade mit Arthur Burns von der Fed konferiert und Richard Nixon, und man hatte über diese Weltordnung nachgedacht. Und es standen schon weitere Gespräche an. Da kam ein Besucher vorbei, Jake Jacobson. Die beiden kannten sich schon relativ lang. Und Jake Jacobson hatte etwas mitgebracht für Connolly und man zog sich zurück. Und Jacobson übergab einen Umschlag. Wie wir wissen, in diesem Umschlag sind $5,000 drin. Connolly geht auf seine Toilette, erledigt sein Geschäft, betätigt die Spülung, kommt ohne Umschlag wieder hervor und sagt Jake, ah du Jake, ich würde gerne mit dir was trinken, und so, aber da draußen sitzen Assistenten und wir sind hier währungsmäßig unterwegs und endlos viel zu tun. Ja? Und stimmt, da warten die Leute und die beiden trennen sich und was wird passieren? Sie werden sich vor Gericht wiedersehen, viele Jahre später. Die Zeit hat mit dem Jacobson übel mitgespielt. Der ist kurz vor dem Bankrott. Es gibt schon einen Insolvenzverwalter, der hat mit Gefängnisstrafe zu rechnen. Und Connolly auf der anderen Seite ist der kommende Präsidentschaftskandidat, der gegen Ronald Reagan und gegen George Bush, den Älteren, antreten will. Das heißt, ihre beiden Schicksal hat sich definitiv auseinanderentwickelt. Eigentlich kommen sie aber aus vergleichbaren, haben sie beide eine vergleichbare Herkunft. Der eine ist der Sohn eines Hausmeisters, Jake Jacobson. Connolly ist der Sohn eines Farmers. Beide sehr ehrgeizig, haben in der Texas Law School studiert, sich dort kennen und schätzen gelernt. Und Jacobson hat eigentlich auch eine sehr formidable Karriere gemacht. Er war in den 50er Jahren der Assistent eines texanischen Gouverneurs, der chronisch entscheidungsunfähig war, was Jacobson zu einem de facto Gouverneur gemacht hatte, der dann die Entscheidung traf. Dann hatte er einen weiteren Karrieresprung hinter sich. Der wurde zum Assistenten von Lyndon B. Johnson. Aber ein Assistent von Lyndon B. Johnson zu sein, das war, auch wenn es nach außen als großer Sprung die Karriereleiter hinaus sich darstellte, dann doch eher so etwas wie ein Abstieg. Jacobson war immer extrem elegant gekleidet, manikürt. Und Lyndon B. Johnson hat ihn mehr oder weniger als eine Art von Hausdiener sich auserkoren. Mit der Aufgabe, ihn eigentlich für die Kameras zu stylen. Mehr oder weniger zum Visagisten. Mit dem Effekt, Jacobson hatte ein kleines Schminkköfferchen dabei. Und wenn der Präsident irgendwie dementsprechend ausschauen wollte, mit grober Haut, muss man ihn irgendwie aufpeppen. Des Weiteren hatte er den etwas unangenehmen Job, für den Präsidenten den Frauenaufreißer zu spielen. Und Lyndon B. Johnson war auch da einigermaßen, sagen wir es mal, robust. Der sagte den jungen Damen dann gelegentlich, Mädel, komm, rutsch rüber, hier kommt dein Präsident. Das war das Level, mit dem sich da Jacobson rumschlagen musste. Kurzum, das war kein Posten, wo er wirklich sehr lange bleiben wollte. Und daher auch häusliche Probleme hatte. Seine Frau war tablettensüchtig, kam er eigentlich, wenn man so will, relativ früh mit der doppelsinnigen Bedeutung der Narkodollars zusammen. Kurzum, er gibt seinen Posten auf, geht nach Houston zurück, wird Anwalt in eine Anwaltskanzlei. Und da kommt, was so kommen muss, wenn man lange in der Politik war. Da meldet sich die AMPI, also eine Gesellschaft der amerikanischen Milchbauern, ein Lobbyist. O'Connolly ist eigentlich ein Gezücht Lyndon B. Johnsons. Er entstammt seiner Talentschmiede, nur dass es ihm
Im Unterschied zu J. Jacobson gelingt ungewöhnlicherweise, weil das in der Welt von Lyndon B. Johnson, der es eigentlich nur die Logik der Erniedrigung seiner Mitarbeiter gibt, es gelingt ihm als alter Ego, als ebenbürtiges Double des Präsidenten wahrgenommen zu werden. Was hat es mit dieser Talentschmiede von Lyndon B. Johnson auf sich? Johnson war schon als Abgeordneter überzeugt, dass das wichtigste Kapital des Politikers der Bezug zum Wähler ist. Also war sein Vorhaben, wann immer ich einen Brief bekomme, ich werde ihn innerhalb von 24 Stunden beantworten. Und zu diesem Beruf hat er sich dann irgendwelche Absolventen der Texas Law School geholt. Und die Aufgabe dieser betreffenden Personen war dann, Briefe zu schreiben. Und zwar im Namen Lyndon B. Johnsons, am besten auf eine Art und Weise, dass Johnson sich selbst darin wiedergespiegelt sah. Ein bizarres Detail. Lyndon B. Johnson ist berühmt geworden als Briefschreiber, vor allem als Briefschreiber an seine Mutter, weil die ja täglich einen Brief geschrieben hat. Natürlich wurden auch all diese Briefe von diesen jungen, ehrgeizigen Juristen geschrieben. Allerdings war die Behandlung, die diese Männer sich gefallen lassen mussten, nicht so wahnsinnig toll. Also wenn Johnson an einem unordentlichen Tisch vorbeiging, war seine erste Bemerkung: Ich hoffe, dass es in Ihrem Kopf nicht so aussieht wie auf diesem Tisch. War dieser Tisch beim nächsten Mal glatt, gewienert, leer und aufgeräumt? Ich hoffe, dass es in Ihrem Kopf nicht so leer aussieht wie auf diesem Tisch. Kurzum, Johnson verschleißt einen nach dem anderen in seiner Briefmanufaktur, aber Conley ist irgendwie ausgespart. Offenbar gelingt es ihm, den Ton zu treffen, der sozusagen quasi nötig ist, um als Sohn, als alter Ego von Lyndon B. Johnson, einen Brief an die Mutter zu schreiben. Kurzum, er wird texanischer Gouverneur und in dieser Funktion wird er am 23. November 1963 von einer sehr hohen Person aufgesucht. JFK kommt zu Besuch und setzt sich in den Wagen. Jackie ist dabei, die Ehefrau von Kennedy, der Fahrer, und man fährt in einer großen Limousine durch Dallas. Und die beiden Politiker, wie das so üblich ist, unterhalten sich darüber kompetitiv, wer denn wohl der Beliebtere bei dieser Menschenmenge ist. Und dann passiert's. Die erste Kugel trifft Connolly, die geht in den Rücken. Und seine Frau ist geistesgegenwärtig genug, ihn runterzuziehen und vor der zweiten Kugel zu schützen. Die trifft JFK direkt in den Kopf und ein Teil seines Hirns landet auf Connollys Oberschenkel. Ein dritter Schuss fällt und ein vierter. Und der vierte trifft Connolly abermals in den Oberschenkel. Kennedy, wie wir wissen, stirbt. Jackie Kennedy versucht, sich aus dem Wagen gewissermaßen zu retten. Und Connolly wird unversehens durch dieses Attentat, das er überlebt, zu einer Art Volksheld. Also Kamerateams besuchen ihn im Krankenhaus und er gibt zu Protokoll, was denn da alles passiert ist. Kurzum, er wird zu einer Berühmtheit. Zu dem, der Dallas überlebt hat. Connollys Karriere macht einen weiteren Sprung, als er ungewöhnlicherweise von Richard Nixon zum Finanzminister auserwählt wird. Warum ungewöhnlicherweise? Nun, Connolly ist Demokrat und er ist der einzige Demokrat, der von Richard Nixon ein republikanisches Kabinett aufgenommen wird. Tatsächlich ist er so etwas wie ein Kronprinz, der einzige, von dem Henry Kissinger erzählt, der in seinem White House Years so ein Psychogramm dieser Zeit gegeben hat. Der einzige, der nicht von den hässlichen Bemerkungen des Präsidenten verfolgt wird, sobald er den Raum verlassen hat. Nixon als großer Paranoiker hat über die Leute nur schlecht geredet, sofern sie nicht da waren. Connolly als Kronprinz war davon ausgenommen. Nun, wir springen nach Houston, wo die texanische Milchindustrie plötzlich ein kleines Problem bekommt. Man ist eigentlich wahnsinnig gut subventioniert, aber jetzt hat man mit den
Jetzt hat man eigentlich den politischen Rückhalt verloren. Lyndon B. Johnson war ein Demokrat und jetzt ist ein Republikaner an der Regierung. Also besinnt man sich auf seine Verbündeten. Und wen hat man da in der Hand? Jake Jacobson. Und Jake Jacobson kennt John Connolly, den Finanzminister. Und über dieses Ticket versucht man sozusagen die Regierung Nixon zu irgendwas zu bewegen. Also lässt Jacobson bei einem Abendessen Connolly gegenüber durchblicken, dass die texanische Milchindustrie, die eigentlich schon hoch subventioniert ist, sich über eine weitere Unterstützung freuen würde. Und Connolly sagt, ja, wenn da irgendwie so eine Wahlkampfspende rauskommt, und er geht mit dieser Information zu Nixon und Nixon sagt, ja, könnte drüber nachdenken. Und dann geht es hin und her und die AMPI stellt 2,5 Millionen in Aussicht. Und so kommt es zu der Situation, dass das Kabinett Nixon beschließt, die ohnehin weit bezuschusste AMPI noch weiter zu beschussen. Und jeder weiß im Kabinett, es ist eine groteske Nummer. Also hier ist ein Kuhhandel eigentlich, der nur veranstaltet wird, weil Nixon seinen Lieblingsminister befrieden möchte. Und man schließt und sagt am Ende, super, lass uns noch was drauf trinken, am besten ein Glas Milch, solange sie noch so billig ist. Also, alle sind happy und irgendwann, als Connolly und Jake Jacobson sich wieder sehen, sagt Connolly, ach, er wird sich doch schon freuen, wenn, nachdem er das alles so toll organisiert hat, wenn er auf ein kleines Entgegenkommen, für eine Kleinigkeit rechnen könnte. Was ist ein kleines Entgegenkommen? Der Jacobson zerbricht sich den Kopf und sagt sich, naja, vielleicht $10,000. Und so kommt es zu dieser Situation, eine kleine Übergabe. Man geht auf die Toilette, man macht das Geschäft, man spült die Spülung und der Umschlag ist verschwunden und $10,000 sind einfach verbucht. Man sagt, das waren Reparaturkosten, nichts sonst. Und dann kommt Watergate. Und mit Watergate kommt ein allgemeiner Korruptionsverdacht. Etwas, was es zuvor in dieser Form nicht gegeben hat. Und im Zuge dieses allgemeinen Korruptionsverdachts meldet sich ein kleiner, dicklicher, texanischer Milchbauernfunktionär namens Bob Lilly und sagt den Ermittlern vom FBI, das geht ganz bis nach oben. Connolly. Jetzt ist der Name Connolly gefallen und die Ermittler müssen nicht lange nachdenken. Die wissen sofort, was der Kanal ist. Das ist der Kanal über Jake Jacobson, den Anwalt der AMPI, guten Bekannten von Connolly, und der gerät ins Visier. Jacobsons Leben ist ohnehin schon ein einziger Scherbenhaufen. Er steht schon vor der Privatinsolvenz. Banken bedrängen ihn, Kredite zurückzubezahlen. Banken, deren Vorstandsvorsitzender er ehedem war. Also sein Leben ist ein einziges Chaos. Aber er spürt eine gewisse Verbundenheit mit John Connolly, seinem guten Freund, und ruft ihn an, will ihm klar machen, es gibt ein Problem mit diesem Geld. Er hat diese $10,000 nicht, er kann das irgendwie nicht erklären. Und John Connolly sagt, als er von Geld irgendetwas hört, du hast mir kein Geld gegeben. Natürlich schaltet Jake Jacobson, der denkt sich, Connolly glaubt, er wird abgehört. Also sagt er, ja, ich habe dir kein Geld gegeben. Man trifft sich konspirativ in einem Sheraton Hotel und man bespricht die Lage. Und die Lage ist schwierig. Wie erklärt man diese $10,000, die als Reparaturkosten verbucht worden sind? Connolly macht den Vorschlag, wir könnten es doch so machen. Wir sagen, wie, du hast die Absicht gehabt, mir diese $10,000 zu geben. Und du hast diese $10,000 in einem Schließfach deponiert. Aber zu einer Übergabe, geschweige denn zu einem Gespräch, ist überhaupt nicht gekommen. Setzt voraus, dass man diese $10,000 im Schließfach finden soll. Kurz nach diesem Treffen erfährt Jake Jacobson, dass er vor der Federal Grand Jury aussagen soll und alles wird ans Tageslicht kommen. Und vor allem das Schließfach, wo die $10,000 drin sein sollten, sind leer.
Er ruft dann den Connolly an und Connolly erfasst sofort die Dringlichkeit der Situation. Jacobson ist abgebrannt, hat nicht mal mehr das Geld für eine Reise. Sagt Connolly ihm, okay, charter ein Flugzeug, ich zahle, du kommst nach Houston und wir regeln das. Jetzt kommt es zu einer Geldübergabe retour. Also Jacobson ist in Houston aufgeschlagen und Connolly hat $10,000 parat, zieht seine Gummihandschuhe an, zählt das Geld, tut es zurück in die Zigarrenkiste und übergibt diesen Kram an Jacobson. Eine Woche später muss auch Connolly vor der Federal Grand Jury aussagen und er ist sehr souverän. Sehr souveräner Typ, man merkt den Politiker. Und er sagt, er weiß von nichts. Es hat keine Geldübergabe gegeben, niemand hat mit ihm darüber gesprochen. Keine Ahnung. Das Problem ist jetzt das Schließfach. Dieses Schließfach, in dem diese $10,000 seit Anno Domini eigentlich ruhen sollen. Als Connolly die Lage überdenkt, wird ihm plötzlich klar, er hat einen Fehler gemacht. In diesem Schließfach sind Dollars, die da nicht hingehören sollten. Nämlich Dollars, die später emittiert worden sind als der Depositionstermin eigentlich ist. Wie kann das sein? Nun, jede amerikanische Dollarnote trägt die Unterschrift des jeweiligen Finanzministers. Und weil John Connolly einen Nachfolger gehabt hat, nachdem er aus dem Kabinett Nixon oder mit Nixon ausgeschieden ist, George Shultz, werden mit Sicherheit irgendwelche Scheine sich unter den $10,000 befinden, die George Shultz ausgestellt hat. Und das ist der Beweis dafür, dass diese Scheine nachträglich dort deponiert worden sein müssen. Das muss natürlich sofort gefixt werden. Also besorgt John Connolly die entsprechende Kohle, diesmal ohne George Shultz, ruft Jacobson an und sagt, das muss unbedingt in Ordnung gebracht werden. Abermals, Jacobson, obwohl in seinem Leben alles durcheinander gerät, ist ein solidarischer Typ und er will Connolly diesen Gefallen tun. Er war selbst mal der Vorstandsvorsitzende der Bank, wo er jetzt dieses Schließfach gehabt hat und hatten da noch gute Bekannte und geht mit einem seiner Bekannten da los, um einem Vorstand, um das Geld auszutauschen. Die kommen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt an. Es ist gerade Inventur. Da sind die Kassierer beschäftigt, irgendwie alle erdenklichen Dinge festzuhalten. Und jeder, der da hineinkommt, muss sich in einem Besucherbuch eintragen, was der Beweis für das FBI sein wird. Hier ist eine nachträgliche Operation gelaufen. Da ist Geld deponiert worden, das vorher nicht da war. Jacobson, als er denn vor dem FBI das Geld hervorholen muss, tut zwar ganz verwundert und sagt, I'm glad it's still there, aber natürlich sind die Leute ihm auf die Spuren gekommen und hat entdeckt, das Geld ist im Nachhinein dort deponiert worden. Im Jahr 1975 kommt es zum Verfahren. Da finden sich John Connolly und Jake Jacobson der Bestechlichkeit wegen auf der Anklagebank. Die Zeiten sind andere. Da sind plötzlich neue Typen, die den Ton angeben, wie Verbraucherschützer, Anwälte wie Ralph Nader. Und Jake Jacobson empört sich förmlich darüber, weil der Staatsanwalt fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also die beiden Herren sind definitiv nicht vorbereitet. Da stehen nun also zwei Männer vor dem Gericht. Allerdings ist ihr Abstand im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Jacobsons Leben, Privatleben liegt in Trümmern und Connolly auf der anderen Seite ist noch ein reputabler, durchaus beeindruckender Herr mit besten Kontakten. Und er erweist sich eben auch als, sagen wir mal, der Fähigere, der politisch Bewusstere. Ihm gelingt es, seinen ehemaligen Partner und Freund sozusagen wirklich in die Unmöglichkeit zu überführen. Die Maßnahme ist einfach. Er bittet Jake Jacobson, diese Gummihandschuhe überzuziehen, gibt ihm $10,000 und lässt ihn nach einer ersten George Shultz Banknote suchen.
Sie stellt das Krimen des Verbrechens nach. Der Eindruck auf die Geschworenen ist schlagend. Die sind überzeugt, das ist der Bösewicht und dieser respektable Herr kann definitiv nicht jemand sein, der sich doch bestechen lässt. Kurzum, John Connolly wird freigesprochen. Und weil er sich im Aufwind wähnt, geht er im Jahr 1979 noch einmal um das Rennen der Republikaner, oder genau um das Rennen um die Präsidentschaft, Präsidentschaftskandidatur. Seine Gegner sind Ronald Reagan, George Bush, der Ältere. Aber obwohl er mehr Geld ausgibt als seine Kandidaten, schafft er es nicht, eine genügend große Anzahl von Abgeordnetenstimmen auf sich zu vereinigen. Und da weiß sie schon, er ist der Yesterman of Yesteryear. Und in diesem Jahr dankt er ab und zieht sich aus der Politik zurück. Gleichwohl in seinem späteren Leben als Privatier macht John Connolly doch noch Begegnung mit der Netzwerkgesellschaft. Es sind die 80er Jahre. Da spielt der Larry Hagman den Bösewicht in Dallas. Da geht es darum, dass der neoliberale Geist endlich sich ausdehnen kann und die Erzbösewichte haben plötzlich freie Bahn. Und in dieser Zeit baut John Connolly mit besten Connections ausgestattet so etwas wie ein texanisches Immobilienimperium auf. Aber 7 Jahre später, im Jahr 1987, als der große Börsencrash kommt und ein Drittel des Weltvermögens binnen weniger Stunden einfach verschwindet, wird sichtbar, auch das ist nichts weiter als eine Blase des billigen Geldes. Und so lernt John Connolly die Gesetze des Free-Floatings kennen und begreift, dass ihm nichts bleibt als der Offenbarungseid. Warum diese Schmierenkomödie? Warum diese Geschichte? Was hat es mit Bretton Woods zu tun? Was mich daran natürlich fasziniert, ist die eminente psychologische Unwahrscheinlichkeit. Ein Normalsterblicher ist ja niemals in der Verlegenheit, dass er mit seiner Unterschrift ein Geld zertifiziert. Sonst würde ich meine Privatwährung imitieren, einen Burkhard, eine sehr stabile, dauerhafte Währung irgendwie ausgeben. Nein, Geld ist ein Omnibus, ein gesellschaftliches Unterfangen, wenn man so will, wie Adorno das genannt hat, ein allgemeiner Verblendungszusammenhang. An der Stelle ist es schon interessant, dass John Connolly sich von einem gewöhnlichen Sterblichen gar nicht unterscheidet und keinen Plan hat letztlich. Er nimmt das Geld persönlich. Er kann sich nicht vorstellen, dass er einen Nachfolger hat, dass sein Amt nicht an seiner Person hängt, sondern dass es gewissermaßen ein eigenes Leben führt. Das ist der Augenblick, wo er scheitert, nicht antizipieren zu können. Es gibt einen Nachfolger. Aber natürlich ist es eine Ausblendung, die nicht nur ihn charakterisiert. Es betrifft die Ökonomen, das betrifft letztlich uns alle. Es betrifft im Grunde genommen auch die Geschichte von Bretton Woods. Wenn die Geschichte von Bretton Woods nicht erzählt worden ist, oder wenn der Bezug zur entstehenden Netzwerkgesellschaft nicht geleistet worden ist, wenn wir stattdessen immer noch von Globalisierung oder Neoliberalismus sprechen, als wären da irgendwie Dämonen vom Himmel herabgestiegen, als wären das nicht Symptome, wenn man so will, einer strukturellen Veränderung, dann sehen wir Bretton Woods als unerzählte Geschichte, als offene, noch nicht verwundene Geschichte. Es ist vielleicht gar nicht klar, wohin diese Geschichte uns führen wird, aber die Fragen sind schon klar. Wir wissen, dass der Staat auf eine gewisse Hinsicht abgedankt hat. Er ist nicht mehr derjenige, der allein über den Wert des Geldes befindet. Da ist die Gesellschaft, da ist die Netzwerkgesellschaft beteiligt. Es ist auch nicht mehr klar, dass Geld an irgendeiner natürlichen Knappheit hängt. Das Free-Floating führt uns in die Welt der wuchernden Zeichen hinein, die Welt des Digitalen. Und genau diesen Zusammenhang müssten wir sehen. Dass Geld nicht eine Sache für sich ist, sondern dass dieser allgemeine Verblendungszusammenhang
zutiefst verwoben ist mit der Art und Weise, wie wir über die Welt kommunizieren. So besehen müsste man, ist es nichts weiter als die Erinnerung daran, sich einer offenen Frage zu stellen, sich zu fragen, was ist Geld, wenn es keine natürliche Knappheit mehr ist, und wer ist die Instanz, die sie in Zukunft, dieses Geld in Zukunft emittieren wird? Wird es der Bitcoin sein?